brauche einen guten Cut. War solide. Nicht wirklich viel Zeit verloren. Okay. Okay. Solide. Wir verlieren halt eine halbe Sekunde im zweiten Sektor. We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ich glaube, wir lassen es dabei. Sollen wir nochmal raus oder sollen wir es. Sollen wir lieber frische Reifen, falls wir einen Two-Stop fahren sollten? Wir lassen's. And with qualifying complete, kein Fehler gemacht. P8, passt, passt, passt. Wir hätten noch maximal Stroll holen können. Goodbye for now then, but we're really just getting started. Make sure to join us again for lights. Super. Stroll hatte eine 2-0-0, wir hatten eine 3-8-5. Ah ne, wir hatten eine 2-0-0, er hatte eine 1-3-3. Gut. P8. P8. Mick with a 9.6, we did a 8.2. What? Russell? Latifi? Russell the new robot. Good luck, boys and girls. Was? Das ist keine Warnung, die Idioten. Mann! Stuart! DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Thank you.
Ach komm! Oh! Was für ein Bullshit! Sorry, aber es... Es regnet schon! Was? Was zur Hölle geht hier ab, dieses Rennen? Es regnet schon. Ach nee. Oh Gott, Regengott! Was ist mit Verstappen los? Der hat Probleme. Ja, 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 komm. Info zum Regen. The track conditions aren't improving. It's your choice as to whether you want to fit the wets next time you come in. Sag mir, wie schnell es stark regnen wird. Ey! You're doing well out there. Danke! Komm schon! Looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes dry seem like the fastest tire at the moment. Noch 10 Minuten Regen? Was? They're on old softs. Ocon is behind you. Less than a second separate you. They're on old softs. Okay, gap to leader. 7.4 seconds. Your pit window opens in 2 laps time. 30 laps till the end now. Den Renault irgendwie abschütteln können. Wird schwieriger. Wie zur Hölle? Ich glaube, es ist einfach ein Trockenrennen.
nasses Trockenrennen. Eine Sekunde, ich will kurz was sehen. Weil der Typ sagt mir ja eh nichts, was macht Max und so da hinten. Mediums, Mediums, Mediums. Okay, die sind alle auf dem Zweistopp. Ist einfach nicht nass genug für Regen. Die Strecke ist zu trocken, aber trotzdem verlieren wir Zeit. Ich würde interessieren, was der Verstappen für Rundenzeiten fährt. Und der Bottas. Was sind wir gefahren? Okay, jetzt noch ein ganz während ich überlege, gerade draußen zu bleiben, weil guck mal da hinten, die sind ordentlich im Traffic drin. Noch hinter Williams und so, da verlieren wir Zeit, aber wenn die einen Two-Stop machen und wir einen One-Stop machen auf harte, dann könnten wir gewinnen. Außer die Mercedes. Okay, gewinnen werden wir nicht. Aber zweiter, dritter, possible. Wir haben sogar frische Harte.
sure that these tires are the right ones, it might be time to come in and change. Es ist Zeit für Inter. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Ich glaube, es ist Zeit für Inter. Sollen wir es riskieren? Doch, es ist Zeit für Inters. Komm schon, bitte lass es. Ich weiß nicht, ob es der richtige Call ist. Es ist der richtige Call, Mick ist drin. Grip ist gut. Was, Ocon ist auf Softs? The fuck? Der ist auch schnell. Ich glaube, es ist gerade die Schwelle zwischen... zwischen Inters und Brocken. Nee, die Leute kommen rein. Hier das drin? Ich weiß es nicht. Scheint zumindest kein Nachteil zu sein. Reifen überhitzen auch nicht. Our gap to the car in front is 10.4 seconds. Of this rain, we're not certain which is the best tire right now, dries or inters. Right.
I've been sitting in the same boat. I have no idea what's better. Ich meine, eine Sache steht fest, wir haben frische Soft fürs Ende. Are you fucking joking? Okay, wenn wir immerhin 10 Runden auf den Inters parken oder knapp 8, das wäre okay. Da haben wir nicht Zeit verloren. Ach komm, fuck off. Kann doch nicht sein. Inters? The gap to the car behind is 1.6 seconds. Mann, Alter, ich habe keine Ahnung. Das Rennen ist so unpredictable right now. Junge, Junge, wir halten mit dem Mercedes mit. Ist DRS wieder erlaubt? Ich hab keine Ahnung, ey. Gap to teammate behind is 25.0 seconds. Check your MFD for a new strategy option. Copy that. Softs sind doch schneller jetzt. Ach, verdammt. Sollen wir auf harte gehen? Ach, es ist eine Scheiße, ey. Einfach Podium weg. Was willst du mit deinen Inters, du Opfer, ey? Komm. Ich bin auf Inters. Es ist komplett trocken, Idiot. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen wir doch im Traffic raus. Verdammt. Verdammt.
is plus one. Faster engine modes are available. Einfach echt auf dem Trockenen gehen zu können. Verdammt. Das war ein mega Gamble, aber hat beinahe geklappt. Es war kurzzeitig Inter schneller und dann war für eine Runde oder eine halbe und dann war es rum. Echt schade. Wir hätten echt die Mediums nehmen können. Oh je. Hab sie mal brutal verkackt, die Strategie. Mann, Mick, du Volltrottel! Was machst du denn? Lässt den einfach vorbei! Ey, der wird gefeuert. Ist unglaublich. Hauge nichts. Podium wird vielleicht gerade noch so Punkte. Ach, jetzt erzähl mir doch nicht, dieser kleine Impact. Ja, dann trigger mal Safety Car. Der steht da unsicher. Marshals, ne? Also, ich kotzen. Ihr beiden mich verarschen? Was macht ihr denn da? Richtiges Tag-Team.
Untermensch. Da dive der einfach rein. Ja, Stroll, was ist denn los hier? Lass mich vorbei oder nicht? Und ich hab kein DRS. Ey, kidding, Mann. Dieses Rennen ist so kacke. Nee. Ah ja, Norris ist genau hinter uns. Na toll, auch noch auf Mediums. Wir kriegen keine Punkte. Da steht wieder ein Auto unsicher und es gibt wieder keinen Safety Car. Finde ich ja geil. Du machst Bock. Unglaublich. Das ist der Move von AI Alex hier. Unglaublich. Da macht er den Zap. Dive rein, wenn es nicht möglich ist. Safety Car ist aktiviert. Ja, traurigerweise, wir haben es gecheckt. Wir haben einfach kein Glück. Restart? Never, Alter. Gut, dann wüssten wir genau, wann der Regen kommt. Aber nee. Aber wir kriegen echt keine Punkte. Mann, ist es ärgerlich. Ohne Witz. So ein Bullcrap. Oh. Das regt mich jetzt echt mega auf. Roter Flügel, 3 Sekunden Strafe, Idioten AI, dummer Regen. Was will man mehr? Lando. Oder etwa doch nicht? Oder doch? Tschüss. Wir waren auf einer Podiumposition. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn passiert? Bist du sauer? Ich bin verwirrt. Ferrari-Strategie hier. Yeah, Jeff would have put us on interest at lap 23 as well. Big brain. The gap to the car ahead is 2.7 seconds. Gap to teammate behind is 4.7 seconds. Kriegs kotzen, sogar der Mick wird uns schlagen. Und ist das ein Vollidiot war. Und den Albon, der uns rausrammt, der hat bestimmt zum Albon gesagt, dreh den mal, damit ich mal vor ihm sein kann. Mann, Mick. Du wirst gefeuert.
Hat ich mich abgeschossen? Nö, aber er hat halt gegen Albon überhaupt nicht verteidigt, hat ihn einfach vorbeigelassen im Mittelsektor. Das wäre ein Blue Flag. Blue Flag. Ich freue mich, wenn das Rennen rum ist. Ich will einfach nur noch Online-Lobby. Alter, ey. Was für ein Misttag in der Karriere. Nur Pech. Baku ging auf mich, aber hier, Alter, das... Game sagt, starker Regen. Zumindest sah es so aus. Weiß nicht, ob es das Zeichen für leichter Regen war. Wenn es für leichter Regen war, dann kann ich es noch nicht. Guck mal, hier wieder AI-OP-Traction wie immer aus dieser Kurve. Schon 2.19. Weg mit dir. Ciao, ciao. Okay. Wenn du nicht den Kiefer aufhältst, ne? Wenn ich hinter Kiefer bin, dann bist du raus. Das ist deine letzte Chance. Oh, na super. Ja, dann bist du raus. Mika! Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Check your MFD for a new strategy option. Oh Mann, ey. Willst du mich gerade voll verarschen? Wir sind nebeneinander, du Volltrottel. Ah ja, komm dir einfach rüber. Das ist genauso wie der Leclerc. Geht auf den Curb, wird nach außen getrieben. Oh Mann, ey. Wie viel sind wir jetzt? Können wir eigentlich gleich retiren? Nope, I don't use flashbacks. I don't even have them activated. Green flag. Er bewegt dich noch in der Bremszone. Alter, jetzt reicht's echt. Die KI ist echt die schlimmste bisher gewesen auf dieser Strecke. Nee. Es hätte ein Podium sein müssen. Wie? Confirmed. Mann, 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 Mann. Richtiges Ferrari-Rennen hier. What's up? Thanks for the raid, man. How are you doing? Just joined for the worst race ever. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Good chap. If you don't, shut up now. We're literally gonna finish fast. Last. Not fast. Wyatt. Got that confirmed? Wyatt. Jetzt kotzen. Rochoren, der wird es nicht mal aufs Podium packen. Also bitte. Nicht im Haas. Oh.
Konzentration ist da und wir werden überrundet. Wir werden überrundet. Zum ersten Mal. Geil. Okay, das Einbahnrennen, das vergessen wir. Das ist nie passiert. Wir fighten ja eh nicht um die Championship, also existiert nicht. Toll. Wenn der Kiefer noch einen fünften Platz hat, dann überholt uns auch noch Alpha Tauri in der Konstrukteurswertung, glaube ich. Was? Hallo? War das Rennen so schlecht, dass uns alle Championships-Punkte entzogen werden? Geil. Danke, FIA. Hab euch auch lieb. Schule in der Facecam. Sieht dein Gesicht zu glatt und weich aus. Von 21, werd bald 22 Jahre alt. Bin schon bald 4 Jahre aus der Schule raus. Dieses Jahr sind es, naja, Lüge. 3 Jahre. Nimm's mal als Kompliment. Hey Louis. Das, was lustig ist. Du und ich wären auf dem Podium gewesen. Guck mal, wo du bist und wo ich bin. Ciao, ciao. War schön mit dir. Mann, Mann, Mann. Geiles Ding. Get in there. Mein Geheimnis ist frisch rasiert. Die kleinen Härchen, die man ähnlich sieht, wegrasieren, da sieht man direkt nochmal 10 Jahre jünger aus. Oh komm, jetzt ist er bestimmt orange, oder? Es ist ja schlimmer als Simulation. Wir spielen nur auf voll, wir haben es nicht auf Simulation. Voller Schaden, will ich nur mal so anmerken. Nicht mal in echt wird es einen Schaden geben. Da muss man schon echt die Wand dumm treffen. Oh, Lancy Boy. Lancy. Oh man, die Kurve und KI. Man kann die nur außen haben. Na, die Innen machen sie den Leclerc. Doch, auf Simulation würde ich mit dem Rennen schon fertig sein. Das ist das Gute. Na, dann wäre ich schon raus. Marcel und Vollbart kann ich mir nicht vorstellen, ne? Kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Oh, wie geil! Wir müssen nur noch eine Runde fahren, weil Louis uns überrundet hat. Ehre! Ehren, Louis! Der Erlöser! Vom On-Track halten wir den Lancy Boy hinter uns. Du bleibst da hinten, Kollege. Egal, was du machen willst. Ich weiß, dass hier Tech Grip. Du bleibst weg. Nein. Nein. Weg. Hab ich gesagt. Jetzt ist er auch noch überrundet. Sieht sehr schlecht aus, Lancy. Solider P20 vom P8 gestartet, auch P3 gewesen. Ja, geiles Rennen. GG, Louis. Hab Bock gemacht. Geil.
GG, Freezer, danke fürs Einschalten. Mann. Was war das? Ja, komm. Skip. Keinen Bock auf den ganzen Temtem hier. Nee. Nein. Ein McLaren ist auf dem Podium. Ist es Lando? Wenn es Lando ist. Nee, ist es Carlos. Ocon, der war hinter uns. Verstappen war hinter uns. Der wäre ein Dritter gewesen. Sein zwar nirgends. Let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? Carlos Sainz would be my first choice for this. Ja. Wie wär's mit hier Kevin Magnussen, Alexander Albon, Schumacher, waren alle top.